Wir sind heute auf dem Account von XCIF für ein Monster-Test. Und zwar werden wir uns heute Claire anschauen. Er ist sehr hart am Anfang. Sprich also, erstmal, ich fand es ganz interessant. Ja, ich fand es jetzt wirklich mal interessant, es einfach mal aus Anfängersicht zu machen. Bei ihr jetzt einfach mal. Ja, weil ich denke, gerade Anfänger profitieren davon sowieso eher am meisten. Und Anfänger haben in der Regel jetzt noch nicht die krassesten Runen. Deswegen nehmen wir es einfach mal als Anfänger-Testmonster an, okay? Und zwar, wir schauen uns Claire an. Gehen wir erstmal die Fähigkeiten durch. Und zwar greift den Gegner zweimal an, um die Angriffsgeschwindigkeit für zwei Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 30% zu verringern. Das ist der First Skill. Der Second Skill ist Zerschmetterung des Schutzes. Greift den Gegner schnell und stark an. Ignoriert die Verteidigung des Gegners, wenn die Verteidigung des Ziels die Hälfte oder weniger als deine Angriffskraft beträgt. Ja. Greift den Gegner an, der letzte, greift den Gegner an, um die Verteidigung für drei Runden zu schwächen. Erhöht danach deine Angriffsleiste um 50%. Ich sag mal so, ich schätze, der wirklich, wirklich Anfänger-Build für dieses Monster wäre wahrscheinlich Fatal. Ne, wir wissen, dass sie hier nur den Death-Ignor macht, umso höher die Angriffskraft beträgt, also im Gegensatz zur Verteidigung des Gegners. Das nächste ist, ich schätze, das beste Bild bleibt trotzdem Speed Crit Damage Attack oder Attack Crit Damage Attack, um nochmal ein bisschen mehr Attack rauszuholen. Wir werden wahrscheinlich, wenn es geht, ich weiß nicht, er hat wie gesagt nicht so viele Runen, er ist halt ein sehr anfängerlastiger Account. Ja, wäre machbar. 28 Speed Coin, you bad, Alter. Wir werden beide Varianten mal testen. Ist die nicht sogar teilweise sogar besser? Ich glaube, das wäre sogar teilweise besser, aber wir testen beide Varianten einmal. Ja, warum nicht? Okay, testen wir das ganze Spielchen jetzt mal. Schauen wir uns mal den Schaden an auf einen Early-Account mit Claire. So. Okay, sie ist sogar ein bisschen schneller als gedacht. Aber kriegen wir hier vielleicht einen Deathbreak drauf? Nee. Au, der Schaden war aber gar nicht mal so bad. Ich weiß nicht, ob er jetzt unprockt. Das ist auch nicht schlecht. Kriegen wir hier einen Death-Ignore drauf? Alter! Das ist ja gar nicht mal so bad. Das ist ja echt gar nicht mal so bad. Okay, will er nach oben, dann passiert uns erstmal nichts. Den Deathbreak nehme ich mir weg. Auch ist ja eigentlich egal, ich hätte geprockt. So. Okay, und die hat keine Max Skills, haben wir ja gesehen. Ich sag mal so, bis auf Skill 1 hat sie die wichtigsten mehr oder weniger. Ne? Wir gehen mal hier drauf. Das Problem, glaube ich, bei denen ist. Ah doch, die hat einen Multi-Hit auf 1. Okay, wow. Deathbreak. Okay, jetzt haben wir mal getroffen. Sehr schön. Also Proc-lastig ist er auf jeden Fall gut dabei. Das Problem ist nur, dass der. Oh. Oh, ich habe leider keinen Attack-Buff. Aber wie sieht's mit der Jun aus? Ah, der hat Antikrit. Ah, aber ich hätte einen Deathbreak. Ich hätte tatsächlich einen Death-Ignore hinkriegt. Krass. No. Uff, Gott sei Dank. Ich muss sie ein bisschen wegpushen. Autsch. Ich habe keine Lust, geprovo zu werden. Okay, gut. Machen wir Schaden. Okay. Bitte bleib noch ein bisschen am Leben. Ich muss den Monkey weg. Klatschen und jetzt einmal hier reinklatschen. Sie muss ich hochheilen, sie ist gerade wichtiger. Okay, machen wir zack, zack. Okay, das sind so 2-3K-Hits. Ich weiß, wie die Tower aussehen. Die können wir uns gleich noch einmal anschauen. Das, was mich ein bisschen stört, okay, sie hat jetzt auch noch keine Skill-Ups bezüglich Ablenkzeit auf Skill 2 und 3. Da passt es eigentlich. Wie viel Schaden machen wir denn auf dem Deathbreak? Alter, 25K? Ist solide. Ist jetzt nicht mega krass, aber für die Runen, darum geht's mir. Die Runen sind ja nicht gut. What the fuck? Der einfach weg. Okay, finde ich gar nicht so bad. Ich weiß nicht, ob wie gut die Gegner hier gerade sind. Aber man muss halt noch bedenken. Die Runen, die das Monster hier gerade drauf hat, sind halt echt nicht gut. Ja, also es sind halt Anfänger-Runen. Alter, dieser Schaden, da fuck. Ich weiß nicht. Okay, wartet mal. Das müssen wir nochmal woanders testen. Sekunde. Aber wir werden langsamer sein. 100 pro. Aber ist das ein Problem? Nicht unbedingt. Let's go. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie es mit meiner Tiana aussieht. Ob sie gestunt wird, ob sie nicht gestunt wird. Das ist fein. Das ist fein. Das ist auch fein. Nice. Boom. Bin wieder da. Deathbreak. Hier. Auf. Vanessa, sollst du doch einen Deathbreak landen? Das haben wir doch abgesprochen.
So, okay, Deathbreak weg. So, machen wir ein bisschen Schaden. Besser ein bisschen als gar nichts. So, Death Ignore auf. Ja, Vanessa erstmal. Komm, let's go. Nice. Richtig gut. Ich mag das. Ich finde das richtig gut. Wie gesagt, was mich so ein bisschen gerade erfreut noch dahinter, also für mich jetzt, ist, dass ich weiß, dass dieses Monster gerade noch sehr viel Potenzial verschenkt. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Monster verschenkt ja gerade sehr viel Potenzial. Mit Deathbreak? 8k, aber ich glaube, das war kein Crit. Und jetzt stellt euch das Monster mal mit gescheiten Runen vor. Mit Max-Skills. Und noch mehr Attack. Alter, die muss ja übelst reinhauen können. Das ist das, was mich gerade so erfreut. Ja, und er, wie gesagt, die Runen habt ihr ja ganz am Anfang gesehen. Die sind nicht gut. Aber ich werde nochmal jemanden suchen. Oder habt ihr jemanden, oder bist du vielleicht einer, der solide, gute Runen auf Claire hat? Max, Skills, Max, Level, ne? Volles Level halt. Dann melde dich bitte mal via... Hier können wir es probieren. Mit Raki weiterhin, immer noch. Via Line oder via Dings. Oh, ich werde gecuttet, oder? Ah, ja, außer hier. Ja, hier ist das Problem. Es war schön und gut. Wäre das ein Absorb, wäre es auch wieder geiler. Das wäre auch wiederum geiler, muss ich sagen. Außer ich proc jetzt. Wow, ich hab die fast geone-shottet. What? Okay, dafür tut der Kaki mich jetzt one-shotten. Okay, er hat den falschen Skill gemacht. Besser für mich. So. Ja gut, wir killen die so raus. Und jetzt... Ja, ich habe einen Deathbreak. Das wird nicht lang, oder? Doch, 30k. Ah, RIP. Ah, oder? Noch nicht. Hä? I'm still alive. So. Jetzt hielt sie hoch, bitte. Geh auf Raki. Nein, geh doch auf Raki, Mann! Ja, das ist egal. Die hat keine Runen. Ja, die... Die Dat Monkey, Alter. No. Ah, und schon wieder ein Stun, du Drecksack. Deathbreak? Na. Nein. Alter, der macht keinen Schaden. Ah, der hat einen Attack-Debuff drauf. Okay. Ja. Mach. Wir sind schneller. Halt die nochmal hoch. Oh, optimal. Und jetzt? Ich hoffe, sie ist ready. Die ist nicht ready. Ah! Okay. Aber sie wäre ready. Das muss man sehen. Aber sie wäre ready. Ah, jetzt prockst du, ne? Oh, no. Komm raus. Ja, ist ja, genau, endlich gehst du mal auf sie. Finally. Das Problem ist ein bisschen... Kriegen wir die? Nee, oder? Oh, aber das reicht nicht, oder? Der dritte macht auch übelst guten Schaden. Finde ich jetzt. Ich find's echt nicht schlecht. Alter, und die Procs können auch gut helfen. Guck mal, der Death Ignore wäre jetzt ready gewesen. Hätte sie Max Skills gehabt. Also ich hätte wieder ein Death Ignore machen können. Also mit Vio-Procs... Ich glaube, die ist nicht schlecht. Also ich finde sie echt nicht schlecht. Mit richtigen Runen, Max Tower, alles drum und dran. Ich glaube, die macht richtig Fates. Boah, ich hätte die so gerne. Ich glaube, die ist richtig geil. In der Hinsicht. Ich glaube, in der Hinsicht, das macht richtig Laune. Ich glaube, das ist richtig cool. Doch. Ich finde sie nicht schlecht. Ich finde sie echt nicht schlecht. Ich finde die richtig cool. Okay, ich wiederhole mich gerade, aber die ist richtig cool. Okay. Bedenkt, die Runenqualität hier war nicht gut. Keine Skill-Ups, wahrscheinlich die Max, auch keine Max-Tower oder so. Artefakte, Runen, nicht das Optimalste. Ja, nix grindet nichts. Stellt euch die mal so auf 2000 bis 2300 Attack vor. Noch ein bisschen mehr HP, ein bisschen mehr Speed. Am besten wäre 100 Crit-Rate, aber na, sagen wir mal so 80, 90 Crit-Rate, noch ein bisschen mehr Crit-Damage, bisschen mehr ACC, dass sie ein bisschen mehr trifft. Ich glaube, die kann richtig gut reinhauen. Vor allem mit einem Vio-Proc. Ich glaube, ein Vio-Proc ist sehr gefährlich. Sehr solides Monster, finde ich persönlich. Ich finde sie nicht schlecht. Also ich finde sie gut. Ich hätte richtig Spaß mit der. Aber gut. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war mal was anderes, da ist jetzt auch halt ein...
Anfänger-Account war, da die Runen noch nicht so gut war, also war das ganze Potenzial des Monsters wurde hier natürlich nicht gegeben. Aber vielleicht mal schauen, ne? Vielleicht, wenn ihr noch einen habt mit besseren Runen und ich sie testen kann mit Max Skills, Max Level, guten Runen, würde ich mich freuen, wenn ihr euch melden würdet über Line oder Instagram. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.